Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag. Heute machen wir noch mal den Frühschoppen, also der Livestream nicht am Abend, sondern am Morgen. Also bei uns ist äh, grau und trüb alles draußen. Von daher, was bietet sich denn da besseres überhaupt an, als bei YouTube äh, bei Investiert in Wissen vorbeizuschauen? Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich sehe einige, ähm, die live dabei sind, und das freut mich sehr. Heute haben wir ein paar Schwerpunkte dabei, zum Beispiel eben auch das Anleihethema. Wie kann man im Anleihebereich eine ganz gute Rendite machen? Hab da so ein paar Beispiele dabei. Gab ja auch eine ähm, angeregte Diskussion im, äh, der Telegram-Gruppe zum Thema Anleihen und deswegen ja auch der Grund, warum wir heute da etwas näher drauf eingehen. Also bleibt dabei und ja, investiert live in Wissen. Ja, gucken wir nochmal kurz. Chatmäßig bin ich immer auf dem neuesten Stand. Das heißt, wenn irgendwas mit dem Chat, wenn irgendwas mit der Übertragung nicht funktionieren sollte, dann schreibt es in den Chat rein. So wie ich das sehe, funktioniert alles. Genau, und wir können eigentlich mit dem Thema, mit unserem heutigen Livestream einfach mal starten. Bei Fragen gerne jederzeit im Chat reinkrätschen. Moin Moin, James. So, Moment, ähm, gehen wir mal in die Übertragung hinein. Beziehungsweise, ich mache mich erstmal klein und da ist meine, meine kleine ähm, dia show wie das hier heißt bei Google. Und das ist der zweite Und wir reden mal über das Aktuelle. Aktuelles. Danke, Hartmut, für das Feedback. Bild und Ton, alles okay. Das freut mich. Über aktuelles, ja. Was gibt es Neues? Im Saarland beispielsweise gibt es was Neues. Wir hatten da vor kurzem eine größere Schlagzeile, oh, das sieht man jetzt gar nicht hier, Silicon Valley an der Saar, ja, Silicon Valley an der Saar, ist doch nicht schlecht. Und was mich immer so ein bisschen nervt ist, wenn man sich als Leser einer Zeitung ein bisschen verarscht vorkommt, wie beispielsweise bei der Headline hier. Ähm, beziehungsweise die Zeitung verarscht einem da nicht, sondern der Investor, ja, oder hier hieß es nämlich ähm, Milliardeninvestor in Ensdorf, haben uns im, ins Saarland verliebt. Ist das nicht herzergreifend? Die haben sich ins Saarland verliebt und haben dann investiert, ja, eben hier im Saarland, diese Chipfabrik. Und jeder, der einigermaßen in der Realität lebt, weiß, die haben sich nicht in irgendwas verliebt, sondern die haben ganz einfach äh, ja, entsprechend äh, Unterstützung auch bekommen. Da gibt es ja ähm, einen Transformationsfonds auch im Saarland, wo ganz viel Kapital auch hat. Und da wurde auch entsprechend subventioniert, da wurde gelockt, ähm, da wurde mit dem Geldschein ähm, gewedelt. Ist alles okay? Ich meine, letztendlich ähm, steht das Saarland mit vielen anderen Standorten dann entsprechend in Konkurrenz und muss halt auch schauen, was kann man anbieten. Aber als allerletztes wird eine Rolle gespielt haben, dass die sich in irgendwas verliebt haben im, im Saarland, obwohl Saarland sehr schön ist. Ging es ja nur ums knallharte Geschäft, denn die Chipfabrik ist Wolf Speed, die sich da ansiedelt. Und man muss nur schauen, was ist es für eine, für eine Unternehmensform. Es ist eine AG, eine Aktiengesellschaft mit vielen Investoren im Rücken, die letztendlich ja auch immer genau aufpassen, wie wird investiert, wie sind die Kosten, wie sind die Erträge, was können wir verdienen an dem Standort. Darum geht es ja. Und ich glaube, das haben wir auch gelernt beim Thema Ford. Also Ford hat ja jetzt einen großen Standort hier im Saarland geschlossen. Ähm, offenbar ist da die Liebe erloschen zum Saarland. Nee, also es war auch da wieder so. Es ging halt um Arbeitsplätze, um Arbeitskosten. Ähm, Und da hat man halt drauf geschaut. Und als AG ist man dann eben schon in, immer in der Zwickmühle. Mehr, man muss ja schon irgendwie auch zum Wohle der Aktionäre entscheiden. Das ist ja auch deren Job, leider Gottes. Und da geht es eben um knallharte Rendite. Ja, guten Morgen in den Chat. Moin aus Hamburg haben wir hier den Lars, der Zuckerfrei ist dabei aus dem Schwabenland und der Matthias. Ja, moin, moin. Ne? Äh, schön, dass ihr fit seid. Ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen schon besser ist, wenn es wenn's abends ist unter Livestream. Aber es ging heute eben nicht. Ich bin heute Abend nämlich auf einem äh, Event hier im Saarland. Das ist das ähm, Alexander Kunst, äh, Theater, nennt sich das. Und da gibt es dann feines Essen und eine Show dazu und von daher bin ich da leider beschäftigt heute Abend. Tut mir ganz furchtbar leid, aber ich bin froh für jeden, der es dann trotzdem möglich macht, auch mal morgens dabei zu sein, weil auch ähm, hat ja auch was für sich. Ne? Am frühen Morgen ist man noch frisch und äh, konzentriert und da kann man auch mal sowas noch irgendwie einbauen in aller Regel. Ich versuche es auf jeden Fall so zu gestalten, dass es für euch interessant und unterhaltsam ist und Rückfragen jederzeit gerne im Chat. Ähm, das war das Thema Wolfspeed. Und ja, hier haben wir es nochmal groß, äh, dass eben da entsprechend auch äh, einiges gemacht worden ist, dass die es hier bei uns sich äh, niederlassen. Also in Deutschland und insbesondere jetzt hier im Saarland. Guten Morgen, Frank. Ich habe was Neues. Äh, das, war so eine, das war so eine Idee. Ich habe es doch irgendwo, irgendwo mal gesehen, im anderen Zusammenhang, ähm, eine Wall of Shame ähm, aufzubauen. Die werde ich auch irgendwo auf meiner Internetseite dann. Äh, dauerhaft platzieren und ich erkläre euch auch kurz, was das, was das ist. Äh, die Idee dahinter ist, so ein bisschen ja, gerade die Leute an Pranger zu stellen, die ja mit ihrem Namen und mit ihrem Einfluss und mit dem Vertrauen, das viele in die haben, äh, etwas fahrlässig umgehen, indem sie eben für etwas Werbung machen, was aus meiner Sicht oder aus nicht nur aus meiner Sicht. Auch ganz objektiv betrachtet, nicht so ganz empfehlenswert ist. Ne? Und ich habe jetzt schon in, innerhalb der Telegram-Gruppe mit einigen da auch schon ähm, gechattet und geschrieben. Wer hätte es denn verdient, auf diese Wall of Shame zu kommen? Das ist der aktuelle Stand. Äh, da haben wir den Oliver Kahn mit Glücksspiel. Also der macht eben Werbung für Glücksspiel, Typico. Da haben wir den Kiefer Sutherland, habe ich ja auch schon hier thematisiert. Der macht dann Werbung für diese unsägliche Trading-App. Äh, wie heißt der? Plus500. Die haben wirklich Geld wie Heu. Von daher, ich habe da noch ähm, ganz aktuell sogar noch einen weiteren äh, weitere, äh, also keine Person, sondern hier habe ich sogar einen Verein noch mit aufgenommen. Also es geht nicht nur um Personen, es geht auch um, um Institutionen, Ein Verein. Atletico Madrid hat auch auf dem Trikot sogar plus 500 Trading-App. Also auch die kommen da zurecht, finde ich, drauf. Dann haben wir den Lothar Matthäus mit seinem Krypto-Ding, äh, wo er da mal gemacht hat. Wenn es da nur ums Geld geht, ne, dann kümmern die sich auch gar nicht lang drum, was die da bewerben. Bei ihm war es ja da, damals Noften.com, das war so ein ganz komisches Krypto-Ding. Habe es mir auch gar nicht so im Detail angeschaut, aber definitiv nichts, wo ein vernünftiger Investor investiert. Dann haben wir den Tom Brady, der hat für FTX, die Kryptobörse, die Werbung gemacht. Auch der natürlich einen ganz anderen Maßstab, äh, hat der Einfluss und hat der äh, Leute, die ihm da auch folgen. Ähm, Tom Brady, der ist jetzt vielleicht hier bei uns gar nicht mal so bekannt, aber in den USA ist das ein ganz, ganz großer Star. Und dann haben wir noch die Tomala, die hat auch mal für irgendein Krypto-Ding Werbung gemacht. Und auch das ist meiner Meinung nach äh, ausreichend für meine Wall of Shame. Schön wäre es, wenn ihr auch Ideen habt und mir die auch zuruft. Ich werde auf jeden Fall auf der Internetseite dann eine Möglichkeit geben, äh, Leute zu nominieren und zwar immer nach dem Kriterium, das ist mal jetzt so ein erster Entwurf, da kann ich gerne noch dran arbeiten. Es geht um bekannte Persönlichkeiten, die mit ihrem Namen, also bekannte Persönlichkeiten und Institutionen, die mit ihrem Namen und Image für unseriöse, zweifelhafte und dubiose Investitionsmöglichkeiten oder Glücksspiele werben und damit der Gesellschaft und damit auch jedem einzelnen äh, einen Schaden zufügen. Das ist so das Nominierungskriterium. Und da würde ich gerne, also wenn ihr da irgendwas habt, gerne mir irgendwie zukommen lassen. Ich werde noch eine spezielle E-Mail-Adresse dafür einrichten. Äh, Zuckerfrei schreibt, glauben die Promis, was ich sagen, oder wollen die nur Umsatz? Sehr merkwürdig. Also es ist, äh, es ist definitiv so, dass man äh, klar natürlich Geld verdienen will, was ja auch nicht äh, irgendwo jetzt verboten ist, ganz klar. Aber ich finde, man sollte halt schon ein bisschen mehr drauf achten, für was man halt Werbung macht. Und beim Tom Brady war es ja im Prinzip so: FTX, ähm, die Krypto-Plattform, war ja zum gewissen Punkt ähm, in der Öffentlichkeit auch irgendwo angesehen. Ne? Also man hätte sich schon etwas mehr Mühe da machen müssen. Aber wenn man über entsprechend Kapital verfügt, kann man sich auch den Aufwand machen, beziehungsweise man kann jemand vielleicht. Äh, ähm, Bezahlen dafür, dass er sich die Werbepartner etwas genauer anschaut und entsprechend dann ähm, auch mal warnt und jemand zurückhält und sagt: Nee, also mach lieber dafür keine Werbung. Insbesondere bei Trading und bei Glücksspiele, finde ich, äh, kann das jeder für sich selber relativ schnell entscheiden, ob er dafür seinen Namen hergibt. Okay, das ist die Wall of Shame. Aber gehen wir nochmal weiter im Thema Investment-Check. Äh, ich lese ja immer ganz gern so. Ähm, so flüchtig, auch Bildzeitung, Bild am Sonntag, gerade dann, wenn man am äh, Frühstückstisch sitzt und bei uns geht es am Frühstückstisch nicht immer so leise zu mit äh, vier Kindern am Tisch und da kann man sich auf äh, speziellere, kompliziertere, anspruchsvollere Themen nicht wirklich konzentrieren und da lese ich doch mal ganz gern die Bildzeitung, Bild am Sonntag. Und da ist beispielsweise heute wieder die Bild am Sonntag ähm, drin mit das Liebe Geld und die Experten, die da auftreten bei das Liebe Geld. Nicht alle, ja, aber immer mal wieder sind eben nicht so die ganz objektiven Experten. Das ist ja das typische, typische Problem, das wir haben, ähm, dass da viele zwar sich schon gut auskennen, aber dann irgendwie tendenziös sind, weil sie irgendwo an ihren Arbeitgeber oder an ihren Geldgeber denken müssen. Und dann finde ich es immer problematisch, wenn man dann die Leute dann dahinstellt als Experten, so wie naja, die sind wirklich jetzt für mich da, die wollen mir helfen wenn die aber in Wahrheit eigentlich auch immer so im Hintergedanken haben, ja, die Leute sollen aber das und das eigentlich jetzt mitnehmen, weil mein Arbeitgeber das so will. Hier ist es wieder so, das ist der ähm, Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK-Bank. Klingt ja im ersten Moment unproblematisch. Ne? Nur ist die DK-Bank halt äh, die Bank, äh, die für die Sparkassen zuständig ist, die wiederum über die Investmentfondsgesellschaft Deka äh, auch Fonds vertreibt und Eben auch äh, Immobilienfonds. Und genau das ist das Thema jetzt hier. Ja, warum werden Immobilien plötzlich günstiger? Da sagt er halt zu verschiedenen Punkten was und am Ende kommt eigentlich das, was er wahrscheinlich am liebsten beantwortet hat: die Frage, kann ich auch anders in Immobilien investieren? Klar, sagt er dann, ne? eine gute Alternative zur ganzen Wohnung sind Immobilienfonds. Ist auch grundsätzlich ja richtig. Ne? Immobilienfonds sind ähm, am Ende auch eine Investitionsmöglichkeit. Nur ist es halt hier so, dass er eben im Hintergedanken jetzt schon an seine DK immobilienfonds denkt. Er sagt weiter, die legen ihr Geld breit gestreut in viele verschiedene Immobilienarten an verschiedenen Orten an, minimiert Risiko, okay, und kümmern sich gegen eine akzeptable Gebühr um die Verwaltung. Anteile gibt es bei Sparkassen schon ab 25 Euro. Das ist sowas, was die Sparkassen doch alles möglich machen. Also 25 Euro kann man eigentlich fast überall in Immobilienfonds als Sparplan investieren. Man kann natürlich auch einmal Anlagen machen in Immobilienfonds. Ähm, allerdings muss man auch bei Immobilienfonds langfristig denken. Der Wiederverkauf der Anteile ist nur mit einem Jahr Vorlauf möglich. Die Rendite liegt aktuell bei 2 bis 4 Prozent. Ja, das äh, ist wohl auch richtig. Ne? Grundsätzlich muss man bei der Sparkasse dann noch bedenken, dass man ja in aller Regel noch die 5% Ausgabeaufschlag bezahlen muss und dann macht es sowieso keinen Sinn, dass man nach äh, einem oder zwei oder drei Jahren wieder aussteigt, weil man da noch nichts verdient hat. Ne? Weil man nämlich im Moment davon ausgehen muss, Immobilienfonds bringen eine Rendite von vielleicht 2-3% nach Kosten. Tick mehr wie 3% vielleicht, aber viel mehr ist da nicht zu erwarten. Und da ist schon die Frage, wenn man dann noch Nebenkosten hat, wie eben den Ausgabeaufschlag bei, der, bei den Sparkassen in aller Regel, ist es auf die Laufzeit und auch auf eine längere Laufzeit im Moment gar nicht mal so interessant mit Immobilienfonds. Wenn man die kauft, als Sachwertbeimischung zum Beispiel, kann man auch versuchen, die Anteile über die Börse zu kaufen. Dann hat man nämlich keinen Ausgabeaufschlag. Den hat man nur, wenn man über die Bank direkt bei der Fondsgesellschaft kauft, weil die schlagt dann eben noch diese 5% oben drauf. Ich habe hier mal noch ähm, die Immobilienfonds, die ich bei der Gelegenheit, ne? also ich vergesse es immer wieder, ich will da schon darauf achten, was wichtig ist, äh, baue ich hier mal ganz, ganz kurz mal noch den Transparenzhinweis äh, ein. Also hier, was ich euch hier zeige, sind ähm, keine Kaufempfehlungen, weil ich ja auch gar nicht eure individuelle Situation kenne, sondern ich versuche Aufklärung und Information anzubieten. Äh, grundsätzlich als ähm, Bankkaufmann oder Betriebswirt bin ich grundsätzlich, äh, was das Fachliche angeht, entsprechend ausgebildet und bin, das ist noch viel wichtiger, Uh, unabhängig als Honorarberater. Uh, ich verdiene da jetzt nichts dran und bin absolut ja, frei von Interessenskonflikten, uh, was ja letztendlich uh, eine ganz gute Voraussetzung ist. Ne? Aber es ist keine Empfehlung, irgendwas zu kaufen. Ah, da haben wir den ACDC noch dabei aus dem Badnerland. Okay, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Die Tabelle habe ich schon mal gezeigt. Das sind uh, so eine Auswahl von verschiedenen offenen Immobilienfonds, die haben ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Nichts ist ohne Risiko, das ist klar. Äh, hier schauen wir eben auf die Ausschüttungsrendite, äh, was die eben jedes Jahr tatsächlich ausschütten. Das ist unterschiedlich hoch. Es gibt auch Immobilienfonds, die schütten eben nicht alles aus, die lassen auch einen Teil im Bestand drin. Da muss man wiederum auf die Gesamtperformance schauen. Äh, das habe ich hier in dem Kommentarfeld dann auch etwas ähm, noch ähm, erläutert. Und die ich jetzt hier aufgeführt habe, die sind allesamt irgendwo ganz ganz okay. Ne? Die haben eine ganz gute Rendite, sind ganz gut gestreut und kann man auch fast alle kann man auch an der Börse kaufen. Ne? Da sind immer wieder mal Umsätze da. Sollte man ein bisschen aufpassen, wenn man, wenn man eine Order platziert, die sollte man nicht unlimitiert platzieren, sondern schon irgendwo ähm, realistisch an dem aktuellen Preis orientieren und dann kann es auch mal ein bisschen dauern, vielleicht sogar ein paar Tage, bis die Order dann ausgeführt ist. Aber dann ist er auf jeden Fall ohne diesen Ausgabeaufschlag dann äh, gebucht. Ich habe jetzt den Grund, ich habe jetzt einen von der Deka jetzt hier nicht mit drin. Ähm, die sind zwar auch nicht komplett schlecht, aber irgendwie haben sie es auch nicht geschafft jetzt bei mir in die in diese Selektion reinzukommen. Äh, ich habe mal jetzt hier den Deka Immobilien ähm, für Europa mal im, im Verhältnis gesetzt zum Fokus Wohn Deutschland, weil der aus meiner Sicht aktuell ja, recht unproblematisch ist, weil er auch fast nur äh, Privatwohnimmobilien hat. Ist zwar hier ein Tick teurer, der Fokus Wohn, aber was sich jetzt hier die Performance angeht, weicht da halt schon stark. Also Performance ist inklusive Ausschüttung jetzt, ne? also Kurs, ähm, Kursentwicklung und die Ausschüttung weicht dann hier ja doch äh, aufm, auf eine längere Sicht ganz, relativ, ganz stark und deutlich von dem DK Immobilien Europa ab. Man kann sich dann hier auch über diese Vorweb-Seite kann man sich auch wirklich sehr schön sich die Kennzahlen auch so gegenüberstellen lassen. Und wenn man jetzt den DK Immobilien Europa mit dem Fokus in Deutschland so eins zu eins vergleicht, sieht man dann halt auch schön der Unterschied. Ne? Die Performance ist hier besser. Jetzt muss man auch wieder fairerweise sagen, die Volatilität ist beim DK besser, also der schwankt deutlich weniger. Wobei das mit der Schwankung ja auch so ein Thema ist. Am Ende ja nicht, werden ja die Anteile nicht wirklich an der Börse so jetzt gehandelt in dem Sinn, sondern die, den Wert der Immobilien, der ist ja im Moment nur eine Schätzung und ähm, wird an der Börse ja nicht täglich festgestellt. <laughs> ja, die Gegenüberstellung ist vielleicht auch hier interessant, wenn man sich immer die äh, Zusammenstellung anschaut. Wo kommen denn die Immobilien her? Das haben wir hier. Ähm, da haben wir hier eben beim Fokus Wohnen fast eben nur die Wohnimmobilie. Und beim DK Immobilien ist es halt ganz stark im Bürobereich, 63 Prozent. Und da kann ja auch mal in Leerstand vielleicht eher entstehen wie bei den Wohnimmobilien. Ne? Also rein vom, von der Logik her. Äh, Tendenz vielleicht Homeoffice und so weiter, das kann passieren. Handel, Gastronomie ist ja auch ein problematischer Bereich. Auch da. Ähm, sehe ich viele Probleme in, in Städten, in Innenstädten und das wird sich dann auch eventuell auf die Immobilien äh, auswirken. Und der Paco ist dabei, hallo. Ja, das zum Thema äh, Immobilienfonds, weil das heute ein Bild am Sonntag war und ich heute Morgen äh, beim Kaffee trinken das mir äh, durchgelesen habe und die Problematik halt ne? hier der Experte, der hier die Leute aufklärt, hat im Hinterkopf am Ende eine Verkaufsabsicht, die kommt an, die kommt hier raus, ne, wenn er sagt, Anteile gibt es bei Sparkassen schon ab 25 Euro, so als gäbe es die nur bei der Sparkasse. Ne? Das ist, das dürfte nicht sein. Sowas hätte er sich eigentlich verkneifen sollen, ne? weil die Bild am Sonntag richtet sich ja an alle und sollte an der Stelle möglichst unabhängig und objektiv versuchen, die Tipps zu geben. Ja, jetzt kommen wir mal in die Telegram-Gruppe. Ne? Also nochmal der Hinweis, der Link ist immer in der Beschreibung, ihr könnt da reinspringen. Das ist so, ähm, die ist so zweigeteilt, die Telegram-Gruppe. In diesen äh, Telegram-Kanal kann jeder rein, ungeprüft und liest aber dann auch nur das, was ich poste. Wer dann mitdiskutieren will, der kann äh, in die Diskussionsgruppe kommen. Und da gibt es äh, noch eine kleine Hürde, da muss ich vorher denjenigen reinlassen erst. Und ich mache das auch, sobald ich erkenne, dass derjenige kein Bot ist. Ja? Also keiner, der eben, es gibt viele Bots bei Telegram. Also nur echte Menschen kommen da rein. Und es gibt auch eine Regel, die wir da in der Diskussionsgruppe haben, dass man eben respektvoll miteinander umgeht und eben nicht die anderen da zuballert mit irgendwelchen Links. Und wer sich eben nicht dran hält, der muss dann eben auch wieder die Gruppe verlassen. Aber das nur zum Hinweis, ihr könnt da jederzeit reinkommen, wenn euch das interessiert. Und da hatten wir eine rege Diskussion vor kurzem. Und zwar ging es um die Anleihen. Und da hat jetzt einer geschrieben, er guckt im Moment, ähm, ob er einen Teil seiner Reserven in Tagesgeld umschichtet. Oder eben eine Bundesanleihe mit einer kurzen Restlaufzeit von sechs Monaten kauft und da hat er eine Rendite raus von 2,3 Prozent, dann muss er kein Tagesgeld-Hopping machen. Naja, der Aufwand ist das jetzt so viel geringer. Okay, aber ja, man kann vielleicht ähm, diese Legitimationssache dann beim Tagesgeld. Kann man sich dann sparen, wenn man jetzt halt die Anleihen hier so kauft. Und dann fragt er sich halt, ob das da irgendwie noch einen Denkfehler gibt. Also er redet ja hier von einer Bundesanleihe. Und da hat er, hat er eben diese 2,3% und er schreibt auch ganz richtig, die beziehen sich ja immer auf, das, auf die Jahresrendite. Wenn er nur ein halbes Jahr die Anleihe hält oder wenn das eine Restlaufzeit von einem halben Jahr ist, bekommt er auch nicht die volle 2,3% sondern eben nur anteilig. Zuckerfreisch, ich habe noch bei der Rendite. Den Kosten und Nachteilen, Kündigungsfristen scheint mir momentan Tagesgeld sinnvoller. Oder wo sehe ich etwas? Also bei unter 100.000 Euro. Ähm, genau, also wenn man jetzt nur auf die Rendite schaut, findet man aktuell durchaus bessere Renditen in dem Bereich. Von mir ist auch im Tagesgeld. Aber besser wäre es sogar noch ein Festgeld zu nehmen. Wenn ich ein Festgeld auf zwei, drei Jahre nehme, dann schlage ich damit. Also, ein gutes Festgeld, 2,5% oder 2,6%, <laughs> werde ich da nach Kosten bestimmt so manchen Immobilienfonds schlagen. Ne? Also, muss man wirklich so sagen: ähm, Immobilienfonds könnten theoretisch auch noch äh, einen Preisaufschlag bekommen, ähm, aber es ist eher unwahrscheinlich und auch eher äh, unüblich. Ansonsten ist das eher so mit den Immobilienfonds eine dauerhafte Beimischung im Portfolio aus dem Sachwertbereich. Die Rendite kann sich auch mal verändern. Die kann auch mal besser werden, die kann auch mal schlechter werden. Ist eher so was Dauerhaftes. Und im Moment ist es tatsächlich so, da kommen wir auch gleich noch drauf: bekommt man im Festgeldbereich und auch im Anleihebereich in diesem mittelfristigen Teil, zwei bis fünf Jahre, eine ganz gute Rendite raus. Ja, und der Momotaro ist auch dabei. Nochmal ein Schwabe. Schwaben können ja alle mit Geld ganz gut umgehen. Ne? Also, sie sind grundsätzlich ja, sagt man ja so, sparsame Menschen. Dann sollten sie auch wissen, wo die wo man die Rendite holt. Ähm, ja, aber das mit dem, mit dem Gedanken, ja, eine Bundesanleihe zu kaufen, ist grundsätzlich hier und da durchaus eine Möglichkeit. Dann kam aber ein berechtigter Hinweis von einem anderen Teilnehmer in der Diskussionsgruppe, wenn du Transaktionskosten hast, also Kauf und eventuell Verkauf, können diese dann deine Realrendite noch reduzieren. Das ist natürlich richtig. Wenn er jetzt Kaufkosten hat, die hat er ja wahrscheinlich schon, Kaufkosten hat man ja eigentlich fast immer, dann muss er das noch berücksichtigen in der Anlage. Wenn er jetzt ein order kosten hat, also beispielsweise 5 Euro und er kauft eine entsprechende Menge, fällt das kaum ins Gewicht. Aber wenn das vielleicht prozentual sich an dem Kaufwert orientiert, die Kaufkosten, muss er das eben entsprechend nochmal abziehen. Ja, für so eine kurze Laufzeit eine Anleihe zu kaufen, finde ich es auch nicht so interessant. Dann hat noch ein anderer geschrieben in der Gruppe, ja, und ähm, 7,625 Prozent von den USA. Man muss immer dazu sagen, wenn hier der Coupon im Namen drin steht, dann ist es erstmal der Coupon, der auf die 100% der Anleihe bezahlt wird. Die Anleihe hat aber auch einen Kurs. Das heißt, wenn der Kurs jetzt beispielsweise, wird auch hier so sein, über 100 steht, dann hat man ja bis zur Rückzahlung einen Verlust im Kurs, weil die Rückzahlung immer zu 100 erfolgt, muss man immer verstehen bei der Anleihe. Das heißt, am Ende kommt es nicht auf den Coupon an, das ist der Coupon, sondern es kommt auf die Rendite an und die Rendite berücksichtigt schon den Kaufpreis und einen eventuellen Rückzahlungsverlust ja, und rechnet praktisch die Couponzahlung damit rein. Also ihr habt da praktisch alles, was er braucht in der Rendite. Ne? Ihr müsst gar nicht auf den Coupon schauen, die Rendite zählt. So, okay. <laughs> Grundsätzlich zum Thema Anleihen. Ne? Wir könnten jetzt hier mal ähm, bei Trading, Econom Trading Economics gucken. Das finde ich immer eine ganz schöne Übersichtsseite. Da haben wir jetzt beispielsweise hier die 10-jährige Anleihe des jeweiligen Landes, dass ihr mal einen Überblick habt. Ja, ihr habt ja praktisch die ganze Welt zur Verfügung. Zehnjährige Staatsanleihen gibt es ja fast von jedem Land. Und wie sieht es da aus? Wir haben jetzt hier die zehnjährige der, ähm, der USA. Da gibt es im Moment, das ist die Rendite, 3,7 Prozent. Das ist so der Maßstab jetzt. Ne? 3,7 Prozent für eine zehnjährige Staatsanleihe auf die USA. Besondere ist jetzt, man bekommt teilweise noch mehr Rendite, wenn man eine, und wenn man eine, wenn man eine ähm, Staatsanleihe nimmt, die keine zehn Jahre noch läuft, sondern nur drei, vier oder fünf Jahre. Ne? Das ist eine, bedeutet jetzt inverse Zinsstruktur, für eine ganz lange Laufzeit gibt es weniger als für eine mittellange Laufzeit. Ne? Das, der Markt preist das halt so ein. Ne? Der Markt sind ja alle Marktteilnehmer haben halt eine gewisse Erwartung und die ist eben dahingehend, dass es. Ja, nach ein paar Jahren wieder niedrigere Zinsen gibt. Das ist auch meine Auffassung. Von daher, das spiegelt sich da äh, eben wieder. Ne? Aber hier habt ihr euch für zehn Jahre halt den, die Rendite eingekauft. So, und hier haben wir noch die Veränderung. Wir sehen, das Ganze ist um 1,79% besser geworden. Das heißt, vor, vor einem Jahr war das noch um 1,79% schlechter. Das ist auch hier bei Deutschland so. Haben wir dann hier Deutschland? 2,36, das ist ja noch krasser. Bekommen wir jetzt für 10-jährige deutsche Staatsanleihe. Vor einem Jahr waren das noch 2% weniger. Da sind wir ja fast bei 0, fast bei null schon, ne? Das war ja auch so die ganze Zeit. Das heißt, hier hat es eine ganz starke Veränderung gegeben. Positiv für Anleihekäufer, die jetzt kaufen, aber schlecht für die, die die Anleihe halt schon hatten vor einem Jahr, die haben jetzt Kursverluste, äh, haben jetzt Kursverluste erlitten in ihrer Anleihe, weil. Na, die hatten ja damals die Anleihe gekauft, da war die ja kaum verzinst und deswegen war der Kurs damals höher und der Kurs ist jetzt runtergekommen und den Verlust hat eben jetzt jeder, der die damals gekauft hat. Habe ich auch vor kurzem gelesen ähm, im Sparkassenlager mal wieder jetzt, ähm, heute habe ich es mit den Sparkassen. War die Schlagzeile, dass die teilweise sehr hohe Abschreibungen auf ihren Eigenbestand haben? Das geht aber nicht nur den Sparkassen so, das muss auch vielen Versicherungen so gehen. Die haben hohe Abschreibungen auf den Bestand, weil die eben viele Anleihen gekauft haben, noch vor diesem Zinsanstieg. Und da dieser Zinsanstieg so historisch schnell kam, sind auch die Verluste teilweise enorm hoch. Umso länger die Laufzeit der Anleihe, umso größer ist der Verlust. Also da haben viele große Verluste erlitten, die einfach auch Anleihen kaufen mussten weil sie eben nicht so viel in Aktien investieren dürfen. Und das ist das Problem derzeit. So, und da sehen wir jetzt eben die aktuelle äh, Übersicht hier, wenn man mal schaut äh, über verschiedene Länder. Am Ende sind ja die meisten Länder eher uninteressant. Man äh, investiert ja klassischerweise eher so in die ganz großen äh, Länder und äh, bonitätsstarken Länder. Zum Aussuchen von Anleihen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze da, wenn ich da mal gucken will, zum Beispiel diesen Anleihefinder der Börse Stuttgart oder was auch gut funktioniert, ist, sind die Comdirect-Anleihefinder. Da kann man sich dann eben verschiedene Kriterien hier auswählen, um sich dann eben mal die Anleihen, die es da so gibt, auf dem Markt anzuschauen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, <laughs> ETFs zu kaufen im Anleihebereich. Auch da kriegt, gibt man jetzt eben bessere Renditen, ist ganz klar. Und hat entsprechend Verluste erlitten, wenn man diese Anleihe-ETF schon vorher im Bestand hatte. Das ist leider manchmal auch der Fall, dass man im Anleihesektor und im Aktienbereich Verluste erleidet. Ganz einen Moment. So, okay. Naja, okay, aber wir können uns ja mal vielleicht so ein paar spezielle Anleihen mal anschauen. Ich habe jetzt mal ein paar ausgesucht. Und dann können wir uns auch mal vielleicht so einen ETF anschauen, der in Anleihen investiert. Weißt du, wie ihr das macht mit Anleihen? Seid ihr schon investiert grundsätzlich in Anleihen oder ist das ein Thema, wo ihr noch gar nicht so äh, bei euch mit drin habt? Schreibt es doch gerne mal in den Chat, dass ich da mal vielleicht ein bisschen äh, Gefühl dafür bekomme, was euch jetzt da jetzt äh, interessiert. Aber wenn er hier mal schaut, ja, ich mache mich jetzt gleich mal, am besten mache ich mich mal ganz hier raus. Wenn er hier mal schaut, das ist so eine Übersicht. Über verschiedene Anleihen und ähm, die zeigt auch so das aktuelle Niveau. Ne? Wenn man jetzt hier eine, eine Deutschlandanleihe nimmt, ich verlinke euch die, die Tabelle noch äh, im, im Anschluss. Äh, die Deutschlandanleihe hier nimmt, die läuft bis 2033, also jetzt 10 Jahre und da gibt es 2,4% Rendite. Ne? Das ist ja nach Inflation ja auch nicht so doll, äh, weil die Inflation ja deutlich höher ist. Man muss halt hier davon ausgehen, wenn es nach drei, vier Jahren vielleicht so ist, dass die Inflation wieder runtergekommen ist, Zentralbank will ja 2%, äh, kann man damit auch wieder Inflationsausgleich betreiben. Ne? Das ist die Spekulation, die dahinter steht. Deswegen die lange Laufzeit. Da macht es eigentlich mehr Sinn. Bei einer einjährigen deutschen Anleihe gibt es ja auch nicht viel mehr, aber da macht man real gesehen auf jeden Fall einen Verlust. Ne? Das, das muss man so... Muss man so sehen, und dann macht es ja auch nicht wirklich Sinn, die Anleihe zu kaufen. Da kann ich mir auch ein Festgeld holen. Weil es einfach weniger äh, Aufwand bedeutet, finde ich. Schauen wir mal in den Chat. Was habe ich denn hier jetzt äh, verpasst? Ich finde die Renditen echt mickrig. Anleihen sind für mich keine Option. Äh, du hast recht, Matthias, dass die Rendite jetzt auch vor allen Dingen gemessen an der Inflation, niedrig ist. Aber wir reden ja jetzt hier nicht über 100% in Anleihen, sondern wir reden ja immer um ein Portfolio, das ja aus verschiedenen Risikoklassen bestehen kann, nicht muss. Und der mittelfristige Teil, äh, wo man ein bisschen Zeit hat, aber auch nicht das ganz große Risiko gehen will, auch Planbarkeit will. Ich will Planbarkeit im mittelfristigen Teil. Ich will da keinen, da habe ich, ähm, hab ich keine 10 Jahre Zeit. Da will ich einfach in diesem 3-, 4-, 5-jährigen Bereich wissen, was kommt. Und deswegen ähm, macht es doch schon Sinn, auch mal zu gucken, was im Anleihebereich vielleicht gibt. Der Lars schreibt: Anleihen sind mir bisher fremd, weil klarer Aktienfreund. Ja, finde das aber spannend. Okay, ist auch im Moment spannender, wie es noch vor kurzer Zeit war. Da war es eher äh, langweilig. Und zuckerfrei gar nicht drin, weil Wissen hier fehlt. Daher wird hier zugehört. Okay, super, genau. Ähm. ACDC, wenn ich bei Festgeld aus Frankreich für ca. drei Jahre 3% bekomme, warum sollte ich dann Anleihen kaufen? Die liegen oft niedriger oder wenn Prozent besser, dann oft in anderen Währungen. Das stimmt, ja. Ähm, 3,x% bei Frankreich Festgelder. Ja gut, okay, das kann sein. Ich gucke bei Festgeldern immer lieber auf ähm, deutsche Banken, weil ich der Einlagensicherung im Ausland da nicht so traue, wenn eine Bank pleite geht. Und so gesehen ist es auch irgendwo qualitativ höherwertiger, vielleicht zu sagen, ich kaufe eine Frankreich-Staatsanleihe. Ne? Ich weiß nicht, wie die Rendite da ist. Habe ich hier nicht drin. Äh, ich zeige euch nochmal kurz die Anleihen, die ich hier habe. Und dann gucke ich mir noch, was im Chat noch so steht. <laughs> äh, also hier die USA-Anleihe, die läuft bis 2026. Die hat aktuell eine Rendite von 4,2%. Aber da haben wir, wie auch schon im Chat richtig gesagt worden ist, ein Fremdwährungsrisiko beziehungsweise eine Fremdwährungschance. Ich bevorzuge, wenn man sowas macht mit Anleihen, äh, wo man ja auch jedes Jahr eine Couponzahlung bekommt, aber kommt ja jedes Jahr Dollars, kombiniert zu der Anleihe auch ein Fremdwährungskonto zu haben, ne? also ein, ein praktisch ein Abwicklungskonto in US-Dollar. Dass ich die Couponzahlung und auch die Rückzahlung erstmal in US-Dollar empfangen kann und dann selbst entscheiden kann, wann wechsle ich in Euro. Eine VW-Anleihe, ne? Unternehmensanleihe, die kann natürlich eher mal pleite gehen wie die USA. Die USA kann nicht pleite gehen. Ne? Deutschland könnte schon eher pleite gehen, aber ist ja auch extrem unwahrscheinlich. Ne? Also VW aber da schon. Ne? Deswegen haben wir hier 3,9% bis 2028. Türkei-Anleihe, das ist jetzt eigentlich so äh, ein ne Spekulationsding, ne? weil man ja eigentlich davon ausgehen kann, dass die Türkei pleite geht. Also viel eher noch wie irgendein EU-Staat. Da haben wir aber nicht die türkische Lira wohlgemerkt, sondern US-Dollar. Ja, also eine Staatsanleihe in US-Dollar, 8,8% jedes Jahr ne, bis zur Auszahlung. Also sind das dann äh, sieben Jahre mit 8,8%, das sind dann schon äh, ja, fast 60%. Apple-Anleihe in Schweizer Franken, auch eine Besonderheit, da hat es sich wohl Apple Schweizer Franken besorgen wollen. 1,7%, aber auch nicht gerade üppig, aber es sind halt Schweizer Franken. Ne? Und Apple ist ja auch fast AAA dann. Arealbank, die ja auch Festgelder einsammelt, ähm, gibt es auch für 2,9% bis 2024. Ja, das ist so der kleine Überblick. Ich habe das alles verlinkt hier auch. Da könnt ihr auch direkt draufklicken und dann seht ihr dann schon, wie ihr zum Wertpapier kommt. Äh, und ja, hier alle Daten, die es dann noch zu dem Wertpapier gibt. Am Ende ist das Wichtigste aber, was man hier erstmal sieht. Und jetzt gucke ich schon mal in den Chat rein. Sascha Günther schreibt, Guten Morgen. Bisher keine Erfahrung in Anleihen. Okay. Äh, Matthias, ich habe auch keine Anleihen, aber hätte grundsätzlich Interesse daran, ob es für mich Deutschen Sinn macht, US-Anleihen zu haben. Ja, was heißt Sinn macht? Ne? Das ist ja alles eine Frage der äh, Streuung. Ja? Und ich sage ja, man hat halt das Fremdwährungsrisiko, äh, was auch immer eine Chance ist. Ne? Also nicht immer nur das Ganze negativ sehen, das kann auch mal ganz schön was nach oben ausmachen. Ne? Nehmen wir an, der US-Dollar wertet auf zum, zum Euro. 10% im Jahr kann das durchaus mal sein. Und ihr habt die Zinszahlung und ihr habt den Kursgewinn. Das kann auch mal richtig interessant sein. Und das hat man beim Festgeld eben nicht. Ne? Diesen, auch beim Europäischen, ähm, bei, der, bei der Euro- ähm, Anleihe, kann es ja sein, dass aufgrund der Zinsveränderung, Zinsen gehen wieder runter, ja, und die Anleihe läuft noch, ihr plötzlich einen Zinsaufschlag oder einen Kursaufschlag bekommt, weil die Zinsen fallen. Also diese Chance, die man Realisieren kann im Laufe der Zeit, gibt es bei einem Festgeld eben nicht. Ne? Das, das ist halt der Unterschied. Ähm, der Matthias Hagel schreibt dann nochmal: äh, Momentan 2% bei Trade Republic. Das ist Trade Republic-Thema. Ne? Monatliche Zahlung täglich abrufbar. Weißt du auch, Matthias, wo dein Geld am Ende tatsächlich jetzt liegt bei Trade Republic? Das wäre ja auch wichtig zu wissen. Und Hartbot schreibt: Anleihenquote ist null bei ihm. Ja, gut. Aber du bist noch so ein, junger, ähm, so ein junger Hüpfer, du hast ja noch Zeit, da muss man ja nicht tatsächlich in Anleihen unbedingt investieren. Paco, ich halte nichts von Anleihen. Warum, Paco, warum hältst du nicht von nichts von Anleihen? Das ist ein ganz normales An ähm, Anlagesegment. Das muss man jetzt begründen, sowas. Und Lars schreibt, Anleihen können im Wert doch auch fallen. Ja, genau. Daher frage ich mich, wie sicher das wirklich ist. Die Anleihe reagiert sehr sensibel auf Zinsen auf Zinsentwicklung. Ja? Also nicht so wie die Bank, die ja teilweise gar nicht reagiert, ne? die Zinsen am Markt steigen und wie viele Banken haben jetzt ihr Festgeld oder ihre Tagesgeldkondition erhöht. Gut, schon einige, ne? aber es gibt auch welche, die gar nicht reagieren und auf dem, auf dem Anleihemarkt wird so eine Zinsveränderung sofort und ganz effizient eingepreist. Das ist ja auch Markteffizienz, ne? dass man sagen kann, der Markt ähm, berechnet sofort die Zinsveränderung in eine laufende Anleihe mit ein, indem er Eben den Kurs anpasst. Ne? Also, wenn die Zinsen sich am Markt verändern, wird der Kurs der Anleihe sofort angepasst, weil, der, weil die Anleihe normalerweise ja einen Festzins hat. Es gibt auch Anleihen, die haben keinen Festzins. Die haben, da passt sich der Zins jeweils an. Das ist ein Floater dann. Da ne? gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Also, der Anleihemarkt ist echt sehr, sehr groß. Und da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Wir reden ja hier nur über die ganz einfachen Strukturen eigentlich. Und der Matthias. Äh, schreibt er noch, danke, ich finde ein Fremdwährungskonto für eine Fremdwährungsanleihe schon einen interessanten Tipp. Genau. Leider gibt es diese Fremdwährungskonten gar nicht so bei jeder Bank. Ne? Also es muss man auch mal vorher schauen, wo, wo kriegt man die? Äh, ich meine jetzt bei, bei Smart Broker, äh, da habe ich ja auch noch ein, ein Depot, da konnte man ziemlich viele Fremdwährungskonten anlegen. Braucht man auch nicht alle Währungen, ne? wie gesagt, die, die die Standardwährung, vielleicht kann man sich eins holen in Schweizer Franken, in norwegische Kronen, in US-Dollar. Und da hat man eben auch, wenn die Anleihe im Depot ist, äh, bei der Couponzahlung und bei der Rückzahlung eben nicht das, das Zeitproblem. Ich könnte ja die, die Rückzahlung jetzt gerade bekommen, wo der US-Dollar extrem schwach ist. Und da will ich ja gar nicht tauschen in Euro. Da würde ich es eigentlich gerne mal noch so ein bisschen als, als Dollaranlage einfach noch ein bisschen halten. Ne? Das ist ja das gleiche wie bei Aktien auch. Ähm, nicht Timing, sondern Timing der Marke dann ne, und kann zum richtigen Zeitpunkt äh, dann eben nochmal vielleicht dann tauschen in Euro, wo es dann besser aussieht. Was haben wir vom Momotaro? Könntest du als Honorarberater eine vertrauliche Beurteilung und Verbesserungsvorschläge in meiner finanziellen Situation machen? Ja klar, grundsätzlich kann ich das natürlich machen. Ne? Aber das äh, ist halt hier äh, eben jetzt nicht möglich ne, bei YouTube, das ist ja auch klar. Ich mache ja Einzelberatungen, also ich habe ja auch ähm, die Möglichkeit. Ja, so kurz Coachings, ja, kurz Mandate anzunehmen und da kann man mich ja gerne kontaktieren, klar. Okay, ähm, Anleihe-Thema soweit äh, denke ich, also das waren jetzt die Einzelanleihen, ne? auch immer Einzelwert-Risiko und wenn ich mal VW gerade da sehe, VW war zwischenzeitlich, glaubt man mittlerweile vielleicht fast gar nicht mehr zwischenzeitlich war nicht klar, ob VW den Abgasskandal verliert. Ne? Weil eben gewisse Klagen im Raum standen in den USA insbesondere, ähm, wo eben Klageverfahren liefen und man weiß, in den USA kann das schon sehr utopische Zahlen geben. Da war zeitweise am Markt nicht klar, wird VW das überleben. Gehen die vielleicht sogar pleite. Ne? Und dieses Einzelwertrisiko hat man bei den Anleihen, wenn man nicht gerade in Länder investiert wie USA oder jetzt Deutschland. Andere sagen auch, im EU-Verbund kann eigentlich jetzt kein Land wirklich pleite gehen. Das heißt, Italien-Anleihen bringen natürlich mehr Rendite. Ne? Da muss man eben sagen, okay, ist wohl so, aber da kann sich auch immer einiges ändern. Wir hatten ja auch irgendwann mal Griechenland so als Problemland. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so ein Thema, aber das war auch mal eine Zeit, wo es eben um die Griechenland-Anleihe ging, ob die jetzt wirklich dann pleite gehen können das war ein großes problem damals äh, aber bislang äh, ist es eigentlich so dass man davon ausgehen kann dass europäische länder da jetzt also eu länder nicht pleite gehen können so okay gehen wir noch mal kurz gucken was man da bei den etfs vielleicht finden der Paco nochmal, ich fahre hohe Aktien und ETF-Quote. Ist vollkommen okay. Man kann auch komplett äh, darauf verzichten. Man, man braucht seine Liquidität, wo ich jederzeit darauf zugreifen kann. Da muss ich immer flüssig bleiben. Und dann kann ich den Teil, den ich eben nicht liquide brauche, kann ich auch komplett langfristig auf, die lange, äh, auf das äh, lange Zeitfenster schieben. Also Aktien und von mir aus auch spekulativere Dinge, Rohstoffe und so weiter. Wenn ich die Zeit habe. Aber diese Struktur ist ja normal kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und wenn ich im mittelfristigen Teil was will, Spielen Anleihen definitiv eine Rolle im Moment oder generell auch. Äh, Zuckerfrei schreibt Achso zum Momotaro einen Kommentar. Achso äh, kann er, habe ihn auch gebucht um prüfen zu lassen, ob ich Mumpitz habe oder nicht. Zweiter Blick ist immer gut. Okay, danke, danke für, für die Werbung. Ja, ich will aber keine Werbung machen um Gottes willen. Das soll hier einfach jetzt äh, der Aufklärung dienen. Ne, meinem Kanal investiert in Wissen. Da habe ich keine Hintergedanken, euch da irgendwie da äh, zu überzeugen, jetzt doch bei mir irgendwas zu buchen. Also das, soll nicht äh, so, so wirken. Okay, ähm, genau, also wenn ich hier bei, ich nutze gern extra ETF, ne? also die bezahlen wir nichts, ich betone es gern immer wieder, ich nehme überhaupt keine äh, Erfüll jetzt an oder so, wenn ich irgendwas empfehle hier, ist das immer ohne Provisionszahlung. Das Prinzip des Honorarberaters übernehme ich mit in YouTube. Ne? Also ich bin auch hier Honorar-YouTuber, äh, kann man sagen. Ne? Das ist vielleicht eine neue Bezeichnung, ist auch nicht irgendwie geschützt. Das sage ich einfach mal so, ich bin Honorar-YouTuber und deswegen könnt ihr hier ähm, davon ausgehen, ich nutze es einfach, weil es gut ist. Ne? Das Extra-ETF-Tool ist gut und äh, ich gehe jetzt hier auf ähm, alle Produkte und dann auf Anleihen und äh, kann jetzt hier schon mal sehen, ne, Moment, dass es 1400 ETFs mit Anleihen gibt. Das ist ein bisschen viel. Das heißt, ich muss etwas mehr einschränken. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir uns doch mal vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, ich gucke mal ähm, bei Anleihen aus den USA und dann kann ich noch sagen, ich will äh, Anleihen haben, Moment, was denn? die gegen Währungsrisiken abgesichert sind, also gegen den US-Dollar. Da kann ich nämlich hier unten auch noch eine weitere, hier eine weitere Feinjustierung nehmen und das ist hier bei Währungsabsicherung ja. Jetzt habe ich 41 <laughs> ETF. Die in Amerika Anleihen, Nordamerika Anleihen investieren. Ich könnte jetzt hier noch, Moment, Moment, Moment. Nee, Quatsch, ich bin ja hier bei den, bei den Aktien. Nee, sorry, nochmal hier Anleihen, Anleihen, Nordamerika. So, und jetzt haben wir es richtig, ne? Jetzt haben wir hier die Anleihen, Nordamerika, habe ich die noch abgesichert? Nein. Also ich kann hier unten bei, doch, habe ich noch drin, Währungsabsicherung, ja. Und jetzt kann ich noch eine zweite Auswahl treffen, indem ich halt zum Beispiel jetzt sage, ich will, ich will aber jetzt ähm, nicht Unternehmensanleihe, ich will jetzt Staatsanleihen haben. Ne? Dann habe ich hier so noch 18 ETF, die allesamt in äh, US-Staatsanleihen investieren. Also ist halt beste Bonität und ich habe kein Währungsrisiko. So, jetzt kann ich nochmal schauen, wenn ich jetzt hier auf, äh, auf Ausschüttung gehe, auf Ausschüttungsrendite. Da habe ich jetzt hier bei den 20-Jährigen, also das sind die Staatsanleihen mit 20-jähriger Restlaufzeit, eine Ausschüttungsrendite von 3%. Ähm, und ich kriege halbjährlich eine Ausschüttung und ich habe es gegen Euro abgesichert. Ist aber schon eine lange Zinsbindung, die man da eingeht. Das heißt, dieser ETF wird sehr stark und sensibel auf Zinsveränderungen reagieren. Das werden wir auch hier bestimmt sehen. Ne? Da hat also hier schon einiges verloren, weil wir eben diesen Zinsanstieg hatten. Hat der eben entsprechend an Wert verloren. Aber wenn ich halt viel Zeit habe, ne, für eine langfristige Beimischung und die 3% Ausschüttungsrendite aktuell, äh, ist das halt die gestreute Möglichkeit im ETF. Na Matthias schreibt, wo landet denn mein Geld bei Trade Republic? Ja, das ist ja die große Frage. Ne? Also, du hast ja da mehrere Banken im Hintergrund. Trade Republic ist ja die Fassade. Und hinten dran stehen dann verschiedene Dienstleister, die dann eben die Bankgeschäfte durchführen. Ich glaube, die haben jetzt eine Banklizenz beantragt, aber das ist halt keine Bank. Ne? So dass das Geld auch, ähm, wo war es, in Irland äh, landen könnte, über Trade Republic, wenn es über die Citibank, Citibank Europe läuft. Und das kriegt man halt nicht äh, im Vorfeld so genau gesagt. Das habe ich ja auch kritisiert. Ich habe ja ein Video gemacht zu dem Thema. Man kriegt es nicht so genau gesagt, wo das Geld am Ende landet und das hat mich schon ziemlich gestört, weil das ist schon ein entscheidender Punkt. Wenn eine größere Bank nochmal pleite geht in Europa, wird das auch jeder nochmal auf dem Schirm haben. Okay, Momotari, ich freue mich auf deinen Kontakt und ACDC schreibt gerade noch gemerkt, ich weiß nicht mehr, was er jetzt da meint. Sascha äh, schreibt an Matthias bei einem Treuhand genau, treu, bei einem Treuhandsammelkonto bei Solaris Bank, Citibank oder Deutsche Bank. War nicht noch eine Bank im Spiel bei denen? War es nicht noch die, die JP Morgan irgendwie, die noch da eine Rolle gespielt hat? Aber es ist letztlich da an der Stelle etwas intransparent. Ja, okay, und Lars. Sagt, es wurde zur Deutschen Bank gewechselt. Ich habe ja tatsächlich an die BaFin damals, damals geschrieben, dass das mit diesen Treuhandsammelkonten für mich als Anleger an der Stelle sehr intransparent ist und ich wissen will, ob, die, ähm, ob Trade Republic beispielsweise dieses, diese Sammelstelle auch mal ändern kann. Das heißt, die könnte ja auch sagen, wir schieben alles Geld, das bei den Deutschen Banken liegt, jetzt nach Irland, weil die uns bessere Konditionen bieten äh, und der Anleger selbst kann das gar nicht beeinflussen. Also ich habe die Antwort leider nicht bekommen und ich weiß es bis heute nicht, ob es passieren kann. Weiß es nicht. Wurde mir auch von Trade Republic so nicht, ähm, ich habe die auch schon gefragt, ne? und da wurde auch noch nicht eindeutig, oder das wurde auch nicht beantwortet, ganz einfach die Frage. Aber naja, okay. Ähm, also bei dem ETF-Thema gibt es halt auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Man hat halt hier nie so diese ganz feste Planbarkeit, weil man hat ja immer einen riesen Bestand an Anleihen, die auch immer wieder neu eingekauft werden. Man hat jetzt hier 48 drin, 48 Staatsanleihen. Man hat hier eine durchschnittliche Rendite in den Anleihen von 3,45 Prozent und man hat eine Durchschnittsrestlaufzeit von 25 Jahren. Eine Duration, die ist wichtiger wie die Restlaufzeit von 17,5 Jahren, weil die Duration letztendlich die Kapitalbindungsdauer angibt. Weil man kriegt ja auch Coupons zurück. Das heißt, das Geld, das ich investiere, ist am Ende für rund 18 Jahre gebunden, weil ich eben das Kapital früher zurück habe, wie die Restlaufzeit ist, weil Rückzahlung plus Coupon ergibt dann eben entsprechend die Duration. Okay, das war das Anleihethema. thema Kann man natürlich auch viel, viel länger drüber noch reden, aber wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Ich glaube, mit der Tabelle hier, die ich euch noch verlinke, wie gesagt, könnt ihr euch einfach mal so einen Eindruck verschaffen. Es nie eine Kaufempfehlung, schon gar nicht bei der Türkei-Anleihe. Ne? Also ich will definitiv nicht ausschließen, dass die pleite gehen. Äh, aber hier ist die Duration ja entsprechend noch kürzer, weil man hat ja durch die Zinszahlung sein Kapital früher zurück, wie die Restlaufzeit ist. Ne? Das muss man dann auch nochmal äh, hier berücksichtigen. Ich habe da noch was äh, gebastelt äh, aus aktuellem Anlass, weil ich äh, bin im Moment da wieder auf... Ähm, ich gucke da im Moment wieder sehr kritisch auf eine Sache, die da läuft. Und da geht es auch wieder um, um so ein krypto äh, Kryptosystem, äh, neuer Coin, der eben viel besser ist wie der Bitcoin natürlich. Äh, so wird es jedenfalls behauptet. Und ich höre da immer wieder in verschiedenen Telegram-Gruppen, wo ich mich da so ein bisschen reingemogelt habe und auch in verschiedenen äh, Livestreams, die, die die machen oder auch wo äh, irgendwelche Beiträge auf YouTube, höre ich immer wieder so gewisse Worte, wo ich immer sage, Okay, aber das, wenn ich so ein Wort höre, bin ich schon direkt raus aus der Nummer. Ne? Wenn, wenn jemand von genial redet oder von bombastisch, brillant. Und das sind alles Worte, die fallen da tatsächlich regelmäßig. Und ich habe mir schon einige dieser Schneeballsysteme angeschaut, die dann auch irgendwann nachweislich ein Schneeballsystem waren. Ja, erstmal ist es ja, man weiß es ja nicht genau. Man kann es nicht, also man kann es erstmal nicht beweisen. Ne? Das ist das Problem. Aber wenn die Worte fallen und die Idee ist, wenn zwei dieser Worte fallen, ist es... 100% Schneeballsystem. Das würde ich zumindest sagen, das ist so. Eines dieser Begrifflichkeiten oder eines dieser Aussagen reicht schon aus, dass ich sage, 90% ist es was. Ist es ein Schneeballsystem. Aber zwei Schneeballsystem. Äh, genau, das ist diese Gruppe, die habe ich jetzt mal noch. Ich will eben noch nicht äh, offenbaren, was das genau ist. <laughs> da soll ein Film entstehen, der soll auch... Umfangreich sein. Äh, deswegen habe ich ihn noch nicht gemacht, weil ich die Zeit noch nicht hatte. Aber äh, das Material habe ich soweit. Und das ist die Gruppe, da sind, und da denke ich immer, bei mir sind es äh, 70 Leute in der Gruppe, ich bin schon ganz stolz damit. Aber die haben fast 70.000 in Deutschland da drin. Und ich mache den Leuten, die da jetzt drin sind, auch erstmal keinen Vorwurf. Es ist eher ein Abbild davon, dass wir eben, was die Finanzbildung angeht, auf dem, ja, äh, wirklich auf dem niedrigsten Niveau unterwegs sind. Und zweitens sind die Leute, die da drin sind, ja, die erhoffen sich dadurch eben einfach ein besseres Leben. Ne? Und ja, vielleicht einfach Erfüllung von Träumen, also Wünsche, die haben vielleicht einen frustrierten Job, ne? Möglicherweise, also teilweise mache ich den Leuten keinen Vorwurf, die fallen einfach auf die Nummer rein. Und das ist das Ärgerliche daran. Die fallen einfach auf die Nummer rein. Okay, aber das, wie gesagt, das nur zum Abschluss. Ich habe da jetzt äh, demnächst vor, was zu machen zu dem Thema. Und das könnt ihr euch dann gerne hier mal ansehen. Ich muss halt immer ein bisschen um den heißen Brei drumherum reden. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die und die, das ist ein Schneeballsystem, auch wenn ich davon überzeugt bin, dann äh, würde ich mich juristisch angreifbar machen und hätte da wahrscheinlich dann ein Anwaltsschreiben in, in der Post. Und da habe ich keine Lust drauf, äh, weil ich das ja auch, ja, weil ich ja entsprechend dieses Risiko auch nicht haben will. Deswegen weiß ich schon, wie ich mich da ausdrücken kann. Ich habe ja da schon einige Jahre in dem Bereich auch auf dem Buckel, habe da schon einiges erlebt, habe mich am Anfang, wo ich auch äh, Verbraucherschutz äh, zu einem Thema mich geäußert habe, äh, irgendwie war das so, Ja, es, es hat den Anschein, es könnte sich um ein Schneeballsystem handeln. So habe ich mich da ausgedrückt. Das war schon zu viel, es kam, kam eine Abmahnung. Äh, und im Nachhinein war es aber ein Schneeballsystem. Das war damals OneCoin, die OneCoin-Geschichte. weiß ob das jemand noch weiß, OneCoin. Ist ja auch eine, also ich habe die, um Gottes Willen, ich habe die nicht, ähm, ich habe das nicht äh, damals rausgefunden, sondern es war eigentlich schon klar, dass das sowas ist, aber es war noch nicht bewiesen. Und das ist diese Sache, wo auch in eine, eine Doku äh, existiert, über diese äh, Ruscha Ignatova gibt es eine, eine Doku auf ARD, ZDF. Äh, sehr interessant, äh, weil das mittlerweile klar ist, dass es das ein Schneeballsystem ist, aber es gibt immer noch Leute auf der Welt, die nach wie vor daran glauben, dass es erstaunlich das ist, wie eine Sekte. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, für heute haben wir das Thema soweit abgearbeitet. Ich würde sagen, wenn noch Fragen sind, gerne jetzt in den Chat. Ansonsten machen wir Schluss und ich wünsche allen einen schönen Sonntag und bleibt mir gerne gewogen. Ich habe jetzt den Chat anfangs nur für Abonnenten freigegeben, hat mir aber einer geschrieben, er kann nichts reinschreiben, obwohl er Abonnent ist. Verstehe ich nicht. Eigentlich wäre das mir lieber, dass in Zukunft im Chat nur die schreiben können, die auch Abonnenten sind. Also ich hoffe, ihr seid alle Abonnenten. Ansonsten wäre es ja nur ein Klick entfernt, den Kanal zu abonnieren, weil ich ja schon gerne meine Reichweite erhöhen will, um eben auch einen gewissen Einfluss zu haben. Also Impact. Ja, Impact, dass ich irgendeine Wirkung auch erzielen kann mit Aufklärung. Sonst macht es ja keinen Sinn, wenn man die Leute nicht erreicht, die vielleicht die Aufklärung benötigen. Ja, okay, nee, alles klar. Dann... Wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag. Danke für eure Rückmeldungen. Danke, dass ihr dabei seid. Und am nächsten, beim nächsten Mal, nächsten Sonntag, vielleicht wieder zu einer anderen Uhrzeit. Ich kündige es immer im Telegram, in der Telegram-Gruppe oder im Telegram-Kanal an. Das heißt, wer da gerne wissen will, rechtzeitig, wann wann findet statt, kommt in die Telegram-Gruppe oder in den Telegram-Kanal. Macht's gut und erholt euch gut heute noch und bis bald! Damit ist der Chat, der Livestream für heute beendet.